So, herzlich willkommen auf der Spiel 2018 bei Pegasus. Ich sag mal, hallo erstmal, Michael. Ja, hallo, wie geht's dir? Mir geht's super. Ihr habt schon anderthalb tolle Messetage hinter euch, jetzt fast zwei, ne? Ja, haben wir absolut und auch mit der einen oder anderen Messeneuheit, die hier auf der Messe nicht mehr verfügbar ist, aber im Nachhinein natürlich im Handel sein wird. Ja, ich denke mal, wir fangen einfach mal an mit so ein paar kleinen Appetithappen, die du uns hier mitgebracht hast. Ich sehe Bossmonster, Aufstieg der Minibosse. Ja, wir haben ein paar Neuheiten bei unseren klassischen Fun Games, wie wir die nennen. Und da ist zum Beispiel Bossmonster dabei, ist eine neue Erweiterung mit eben neuen Minibossen, also neuen Gegnern. Und sehr populär das Thema bei uns, Bossmonster. Und ja, mehr möchte ich auch gar nicht dazu verraten. Ist aber dann eine klassische Erweiterung, das heißt, Grundspiel wird dafür benötigt. Das ist eine sehr schöne Frage. Hier steht eigenständiges Spiel, aber auch mit allen anderen Spielen spielbar. Okay. Das heißt also, selbst wenn ich das Grundspiel nicht habe und mir das jetzt zusagt, kann ich mir das holen und das andere dann noch danach. Absolut, das kannst du. Und das andere, was ich sehe, ist Smash Up. Da habt ihr ja auch schon einiges für rausgebracht. Das ist richtig, sind jetzt die abenteuerlichen Legenden. Das sind natürlich weitere Decks bzw. Smash-Up-Decks. Und ja, was soll ich mir dazu groß sagen? Es gibt neue Fraktionen und kann man natürlich auch wiederum mit allen anderen Spielen mischen. Und wenn ich das richtig weiß, sind ja bei uns sind ja die Smash-Up-Erweiterungen so, dass du immer vier drin hast, dass du miteinander mischen kannst, dass du es immer direkt spielen kannst. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch immer eine Erweiterung. Du mischst ja immer die Fraktionen zusammen bei Smash-Up, wer es kennt, und da sind vier Fraktionen drin. Ich wollte mich gerade sagen, also die anderen hatten bis jetzt immer vier drin und dann direkt zum Losspielen. Aber wer halt noch aus anderen welche hat, kann die jetzt eben wieder lustig kombinieren. So schaut's aus. Genau so ist es. Ja, da machen wir mit noch was anderen Bekannten weiter. Munchkin, nämlich Munchkin Starfinder und Munchkin Jurassic Snark. Ganz genau, Starfinder ist gerade schon erschienen und zwar schon vor dem Spiel tatsächlich. Gab sogar ein Pre-Release dazu. Wer mitgemacht hat, das waren natürlich nicht alle Munchkins-Fans da draußen. Den würde ich raten, schon mal den nächsten Pre-Release vorzubuchen. Denn bei diesem Pre-Release gab es mal seit langer Zeit wieder ein Item mit Spielregel, die Handgranate nämlich. Und zwar so eine Knautsch-Handgranate, ne? So eine Stressbewältigungshandgranate. Oder man kann natürlich auch eine Handgranate auch werfen und dann ist auch der Stress bewältigt. Hatten wir bei diesem Pre-Release jetzt vor zwei Wochen tatsächlich. Release jetzt ja zu Spiel. Und das ist da eben vor kurzem passiert. Jurassic Snark ist eine klassische Erweiterung, die neunte, alles so im Dinosaurier-Thema. Und was ich gerade angesprochen habe, damit wir das in einem quasi eingewickelt haben, ne, so wie das Englische ins Deutsche zurückkommt, ne, Wrap Up, jetzt haben wir es schon eingewickelt, ist im Frühjahr kommt nämlich Munchkin 40k. Ja, 40.000. Und was könnte das wohl sein? Ein kleines Warhammer-Theme. Und auch dort wird es wieder ein Pre-Release geben. Und im Pre-Release wird es auch wieder ein Special-Item geben mit eigener Regel. Diese Items gibt es übrigens nur in Deutschland mit den eigenen Regeln. Also die gibt es gar nicht in Amerika. Die Amerikaner sind zum Beispiel immer voll wild drauf, wenn ich dorthin komme auf die GenCon und sagen mir so, but you have this and this und so. Ja, ja, ja. Das machen die Amerikaner gar nicht. Nur für uns. Ja, dann denke ich, können sich alle Munchkin-Fans drauf freuen und schon mal vormerken. Das waren jetzt sozusagen alles Sachen zu bestehenden Reihen, die ihr habt. Dann haben wir hier Castle Rampage. Ja, das ist brandneu. Das ist quasi ein Tower-Defense-Spiel. Die Optik ist, denke ich mal, wiedererkennbar angelehnt an den aktuellen Grafikstil bekannter Spiele, die gar nicht unbedingt analog sein müssen. Wenn man sich mal so recht anschaut, ist ein Zweierspiel. Castle Defense heißt, man hat ist ein reines Kartenspiel eigentlich, aber man macht so kleine Kartenmauern vor sich. Eine Mauer, ein Turm heißt es bei uns. Und dem muss man versuchen, mit seinen Handkarten beim Gegner quasi zu durchschießen. Und das geht so lange, bis einer dem anderen seinen Kartenstapel quasi kaputt gemacht hat. Also wortwörtlich, er muss alle Karten ablegen und hat dann gewonnen. Das sieht nach einem, ich sag jetzt mal, schnellen Funspiel für zwischendurch auch mal aus.
Absolut, es geht auch nur 10 bis 20 Minuten laut Schlachtelangabe und es stimmt auch, ich habe sogar schon kürzer gespielt tatsächlich, wenn man dann dementsprechend schneller ist, weil es ist halt wirklich nur Karten mit Angriffswerten, mit Verteidigungswerten, die man eben entweder ausspielt zum Angreifen oder vor sich ablegt als Verteidigung sozusagen und das war es auch schon. Okay, so, dann kommen wir jetzt mal zu den etwas größeren Sachen. Ich denke mal, wir fangen mit, ja, auch einer Neuheit an, die hier, ich glaube, auch heiß erwartet wurde unter Xulu-Fans, nämlich Mythos Tales. Was verbirgt sich dahinter? Weil, ich sag mal, von der Schachtel würde ich jetzt mal sagen, Brettspiel. Aber es ist ja nicht ein klassisches Brettspiel. Nee, also es ist kein klassisches Brettspiel im Sinne von Würfeln und Laufen, sondern es ist schon viel, viel mehr ein Erzählspiel sozusagen. Jetzt suchen, habe ich immer das Gefühl, die Brettspielverlage ist so ein bisschen ein neues Wort dafür, was wir, die wir auch des Rollenspiels mächtig sind, schon kennen, nämlich unsere eigenen Geschichten zu erleben. Eigentlich ist es ein Detektivfall im Cthulhu-Setting. Mythos Tales schreit ja auch schon danach, nach diesem Thema. Und es sind mehrere Fälle sozusagen. Um genau zu sein, sind es 5. Man kann auch, glaube ich, die ersten 4 unabhängig voneinander spielen. Der 5. allerdings ist ein Abschlussfall und man spielt hier kooperativ zusammen und versucht ihn letztlich zu lösen. Man hat, und es wird uns direkt ans Rollenspiel, in der Mitte hat man einfach eine große Karte liegen von der Stadt. Man hat den Arkham Ich habe das letzte Mal schon mal falsch gesagt. Arkham Advertiser. Advertiser. Der Arkham Advertiser ist die lokale Zeitung. Da stehen natürlich in der Zeitung ganz, ganz viele Clues und Hints drin. Die muss man genau durchlesen zu den jeweiligen Tagen und Fällen. Und es gibt eben weitere Hinweise und natürlich Zettel und Stift. Und man löst eben gemeinsam diesen Fall. Ne? Das ist Mythos Tales. Ich glaube so, ich sag mal. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Die etwas älteren Generationen kennen vielleicht noch Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Und wenn ich es auch gerade sage, das ist halt auch alleine spielbar, aber eben auch mit mehreren zusammen. Es hat die lustige Personenangabe 1 bis 10 tatsächlich. Und es geht ganz genau in diese Richtung sogar. Das ist tatsächlich genau das Vorbild von diesem Spiel gewesen. Ja, ich denke mal, das ist... Ja, also ich denke mal, nicht nur für Cthulhu-Fans was, sondern auch für alle, die gerne miträtseln. Absolut, das ist was für Rätselfreunde, aber vor allem für Freunde, die gerne Kriminalfälle lesen. Also das Cthulhu-Thema ist doch natürlich mit ein Teil davon, aber ist jetzt nicht ausgeprägt, wie wenn wir jetzt ein Cthulhu-Rollenspiel spielen würden. In dem Maße ist es nicht drin, aber der Wahnsinn steckt natürlich in diesem Spiel drin. Im Gegensatz zu jetzt, keine Ahnung, CSI irgendwas, ne? Das ist schon klar. Die Kernelemente sind natürlich vorhanden. Aber sag mal, Detektivspiel ist jetzt ein gutes weiteres Stichwort. Ihr habt das ist Detective, ein Krimi-Brettspiel. Ganz genau, Detective ist dann quasi Mythos Tales ohne Mythos. Nein, das ist ein bisschen mehr, aber Detective ist wiederum auch ein sind auch diverse Kriminalfälle. Ich musste gerade tatsächlich nochmal nachschauen, es sind auch tatsächlich nämlich 5 Fälle. Bei Detective, die man lösen muss. Aber Detective funktioniert an der Stelle noch ein bisschen anders, denn es inkorporiert neue Medien. Und zwar kann man die Sachen, um die Fälle zu lösen, die man braucht, kann man nicht, man muss sie auf einem Tablet nachschauen. Aber man muss sie auf einer digitalen Plattform nachschauen. Es gibt eine dedizierte Internetseite zu diesem Spiel, auf die ich quasi draufgehen muss und dort Sachen angezeigt bekomme, wenn die jemals nachgefragt werden im Spiel. Und das macht es natürlich sehr spannend. Also man hat natürlich dieses Feature, dass man eben ein Tablet oder ein Smartphone in der Hand hat und da auch mal nachschauen muss, Sachen ermitteln muss, ne, wie so ein richtiger Ermittler. Und alles in allem. Aber es ist ein klassisches Detektivspiel an der Stelle, wo es darum geht, auch durch Fragen stellen, durch Clues bekommen, also durch Hinweise bekommen, die Fälle auch aufzulösen. Das hört sich auf jeden Fall auch sehr cool an. Das sind jetzt natürlich auch Spiele, die so in so eine, ja, schon so ein bisschen Erzähl-Rollenspielrichtung gehen, aber natürlich auch, ich sag mal, so einen klassischen Gesellschaftsspielcharakter noch haben. Ich glaube, Blackout ging auch in die Richtung. Ja, wir haben sogar noch 2 weitere. Jetzt gehen wir einmal in die eine und die andere Richtung. Erst Blackout, werde ich gleich was dazu sagen. Und das andere Spiel, das ich gleich noch erwähnen möchte, ist Adventure Island. 2 Spiele, aber auch wiederum kooperativ. Blackout geht es tatsächlich um, vor allem, das heißt Blackout Hong Kong
von unserem Partner Spicken. Eggert-Spiele. Ja, die haben so viele Marken, ne? Die heißen immer mal anders. Brezel Games, Eggert-Spiele, vier irgendwas Spiele, also aber es ist alles dieselbe Firma. Aber es ist von Eggert Spiele, der Marke Eggert Spiele ist Blackout Hong Kong und dort finden wir den Fall vor, dass wir in Hong Kong sitzen und das Licht ausfällt, der Strom fällt aus und wir müssen hier ermitteln, an was das liegt. Blackout Hong Kong ist aber viel verbrettspielter so gesehen als das andere, was wir jetzt gerade erwähnt haben. Wir haben ein richtiges Spielbrett, wir haben Orte, auf die wir ziehen müssen, an denen wir Sachen erledigen müssen. Die erste Anmutung ist sogar ein bisschen wie bei Pandemie oder beim klassischen Reisespiel. Man muss diese Orte auch begehen, man muss da Dinge suchen und erkennen. Und ich hätte es auch stimmig gefunden, man hätte es im Dunkeln spielen müssen mit leuchtendem Material, aber ganz so dunkel ist es da nicht. Aber es geht, das ist die Quintessenz des Spiels. Und ihr habt Adventure Island? Genau, das hatte ich ja gerade noch erwähnt. Adventure Island, da herrscht kein Blackout, aber man ist verloren auf einer Insel. Man mag den ein oder anderen Gedanken an die Serie Lost haben. Ich glaube, das hatten auch die Spieledesigner hier, Michael Palm und Lukas Zach, auch im Hinterkopf, als sie das Spiel entwickelt haben. Das ist übrigens eins der Spiele, als ich vorhin sagte, bei uns sind Spiele ausverkauft hier auf der Messe. Das war gestern am ersten Messetag ausverkauft bei uns. Und hier sind wir auch als Mitspieler zusammen gestrandet auf einer Insel. Und hier baut sich die Insel sozusagen auf über Karten, über Locations. Und an diesen Orten kann man gewisse Dinge tun. Das erinnert schon fast ein bisschen an Robinson Crusoe in dem Moment, nur dass es hier kein Spielplan ist, sondern Spielkarten in der Mitte ausgelegt. Jeder hat einen Charakter, der wiederum Eigenschaften hat und gemeinsam können wir eben Sachen erledigen, wie in einem klassischen Adventure, auch im Videospiel-Adventure, die gemacht werden müssen, damit man weiterkommt. Wir brauchen aber auch hier auch Nahrung zum Beispiel, damit wir überleben. Ich habe gestern gesehen, wir waren hier im Livestream damit auf Twitch. Und die Autoren haben mitgespielt, so wenn dann mal die Würfel rollen, Ressourcen werden zum Beispiel auch erwürfelt, über eine gewisse Anzahl an Würfeln. Und wenn dann halt nicht genug Essen erwürfelt wird, dann ist es halt schon sehr ungünstig auch für die Gruppe. Ne? So, man muss sich ja auch täglich da über Wasser halten können. Ja, spielt natürlich auch so ein bisschen, sagen wir so ein bisschen Ressourcencharakter alles mit, also so Managementcharakter dann im. Genau, also man muss schon seine Ressourcen, Menschen muss sie überhaupt mal finden, die Ressourcen. Man hat nichts, man ist auf der Insel. Ja, wir hatten noch nicht mal einen Volleyball, das ist traurig. Und das spielt hier alles mit rein. Wir brauchen all diese Dinge, aber gleichzeitig müssen wir auch wir müssen auch quasi auflösen, was auf der Insel passiert. Wir müssen zum Beispiel in einem Szenario oder in einer Szene, keine Ahnung, es gibt auch, ich glaube hier, fünf, ich weiß nicht, ob die alle fünf haben. Das könnte aber auch falsch sein, schaut lieber nach. Entschuldigt mich, man muss einen Schatz suchen, meines Wissens nach. Es gibt eine Schatzsuche und die hat natürlich auch alle klassischen Elemente einer Schatzsuche. Versteckte Hinweise, wo das sein könnte. Also es gibt einen Urwald, wo man durch muss. Und man kann die Orte immer wieder besuchen, weil man ändern sich sogar Dinge, indem die Karte sich verändert. Also all das ist hier inklusive und es ist quasi eines der am schnellsten verkauften Spiele hier auf der Messe gewesen, Adventure Island. Und ist jetzt von Pegasus Spiele erhältlich ab Ende November, erst 4 Wochen später, weil wir hier extra die Ware produziert schnell reingeholt haben, eigentlich Release ist Ende November. Okay, also das sind jetzt alles aber auch kooperative Spiele, die vier, aber alle, oder? Ja. Aber alle haben alle schon ein bisschen unterschiedlichen Charakter, also ob jetzt eher so ein bisschen Detektiv eher im Vordergrund steht oder vielleicht auch bei Adventure Island natürlich noch so ein bisschen der Abenteuerentdeckung und so ein bisschen Managementcharakter mit ins Spiel kommt. Und eines mehr hätte ich in der Reihe noch, sozusagen ist ja keine Reihe tatsächlich. Manchmal hat man das Gefühl, man ist ja so bei einem Trend dabei, von dem man nicht vorher wusste, dass es ein Trend ist. Wir haben noch ein weiteres Spiel, das heißt Spirit Island. Und auch dieses Spiel spielen wir kooperativ. Und in diesem Spiel geht es darum,
Üblicherweise ist es ja sowas wie bei Siedler von Catan oder bei anderen Spielen immer so, die Menschen bauen irgendwo Siedlungen und bauen Ressourcen ab und zerstören die Umwelt. Jetzt sind aber die Menschen in Spirit Island auf einer Insel gelandet, wo seit Jahrhunderten Geister mit den Eingeborenen in Frieden leben. Und diese Geister haben so gar keine Lust auf Siedler, Gebäude, Ressourcenmanagement, überhaupt nicht. Unser Ziel ist, wir spielen diese Geister, mächtige Geister mit Spezialfähigkeiten, unser Charakter in dem Fall. Wir spielen auch hier gemeinsam gegen das Spiel, sozusagen gegen die Siedler. Und unser Ziel ist, alle Siedler ganz freundlich zu vertreiben, indem wir sie töten. Das hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Naja, und das ist ein sehr, sehr, sehr episches Spiel tatsächlich. Das Setting ist meistens komplett anders, so gefühlt. Es hat einen variablen Spielplan. Man hat diese Insel, es ist rundenbasiert. In jede Runde kommen neue Siedler in das Land hinein, nach einer Spielmechanik. Und wir müssen in mehreren Aktionen, die uns zur Verfügung stehen, die wir eigentlich alle gleichzeitig ausführen können, aber idealerweise absprechen, uns immer absprechen, vergrößern wir unser Einflussgebiet als Geist, wo wir Dinge tun können. Schauen wir, dass wir mehr Ressourcen oder mehr Einflusspunkte generieren. Schauen wir, dass wir die Hilfe der Eingeborenen wahrnehmen. Das sind letztlich so ganz kleine, schöne Holzdörfchen, die kann man ein bisschen hin und her schieben. Und man versucht einfach dann Mehrheiten in Landesteilen zu gewinnen. Klingt simpel, hat eine sehr lange Anleitung, will ich gar nicht verhehlen. Lohnt sich aber richtig, ist auch eines der ganz, ganz heißen Spiele. Das war das zweite Spiel, das übrigens bei uns auf Deutsch zumindest erstmal ausverkauft war hier auf der Messe. Auch hier natürlich im Handel noch erhältlich und ist trotz seiner Opulenz und seiner epischen Regelwerk wirklich jetzt schon sehr, sehr populär und kann ich nur empfehlen. Was es auszeichnet, hätten wir uns abgesprochen, hätte mir die Frage jetzt gestellt. Was ist die Frage, Michael? Was verbindet diese Spiele? Im Gegensatz zu den Legacy-Spielen, wie sie zuletzt sehr populär waren und ich denke auch noch sind, und das hat auch ihre Berechtigung, verbindet all diese Spiele, dass man zwar kooperativ spielt, dass man so einen Legacy-Effekt hat, aber dass man das Spielmaterial nicht zerstört letztendlich. Also sie sind immer wieder spielbar an der Stelle und man kann das Spiel natürlich nicht unendlich oft wiederholen. Es gibt immer mal wieder einen anderen Ausgang, sei es Mythos Tales, sei es Detective, sei es die anderen, die ich erwähnt habe, sei es Adventure Island. Aber das Spielmaterial wird eben nicht zerstört und so kann ich das Spiel immer wieder aufbauen. Und dieses Erzählspiele mit nicht zerstörbarem Material, mit Brettspielcharakter, das scheint mir schon so ein eigener Trend zu sein. Ich wollte gerade sagen, da kommt ja natürlich auch ein bisschen der Vorteil, dass ich halt so ein Spiel natürlich mehrmals wieder spiele, weil es sich natürlich auch so ein bisschen verändert, ohne dass sich das Spiel an sich jetzt verändert. Absolut. Aber gut, kommen wir mal ein bisschen weg von den harmonischen Spielen, wo alle an Tisch an einem Strang ziehen. Ihr habt ja auch, ich sag mal was, wo ja jeder gegen jeden. Das ist ja nicht vollkommen aus der Mode gekommen. Es soll ja auch noch Spieler geben, die wo sie sagen, lieber ich will, dass es einen Gewinner gibt und der Rest soll verlieren. Das ist wahr, darüber werde ich jetzt sprechen. Wir hätten übrigens immer noch eins auf unserer Liste, das kooperativ ist. Das machen wir ganz am Schluss, weil da hängt noch mehr dran. Zwei Spiele, die wir noch erwähnen wollten, als wir uns die Sachen angeschaut haben bei unseren 35 Neuheiten, sind Roleplayer und The Boldest. Roleplayer. Ich wollte gerade sagen, Roleplayer, das klingt jetzt erstmal nach einem Rollenspiel, aber irgendwo schon, aber es ist ja nicht wirklich. Nee, Roleplayer ist tatsächlich kein Rollenspiel, sondern das Spiel selbst ist einfach das Spiel darum, deinen eigenen Charakter zu generieren. Das ist nichts, es geht um nichts anderes, als um generier deinen eigenen Charakter. Und das Spiel, das Originalspiel, endet quasi damit, den erstellt zu haben, mehr oder minder. Es gibt auch eine erste Erweiterung, die wir auch schon angekündigt haben, weil natürlich ist immer der Vorteil, wenn man eine Lizenz hat in dem Fall, dass man schon sehen kann, was wirklich gut zusammenpasst. Und diese erste Erweiterung, da kann man aber mit seinem Charakter auch etwas tun. Dieses Erstellen des Charakters funktioniert über Würfel. Das ist auch sehr rollenspielartig und man legt diese Würfel dann auch ab, sozusagen zum Charakter, welche Werte er hat. Das mutet im ersten Moment an wie ein bisschen an wie ein anderes Spiel, das wir machen, nämlich Sagrada, ein ganz anderes Spiel, wo man ein Kirchenfenster legt aus Würfeln. Ne? Hier ist es aber eine Charaktererstellung, jemand, der das andere Spiel nicht kennt, der merkt das gar nicht. Es hat auch einen ganz anderen Effekt, aber die erste
optische Referenz wäre das. Und wir haben zum Beispiel eine kleine Kampagne gefahren im Social-Media-Bereich und haben einen eigenen Charakterbogen dafür entworfen, so nach dem Motto, halte deinen Charakter fest auf einem Blatt Papier, als ob es ein Rollenspiel wäre. Und die Leute haben sich danach immer gefragt, so, oh, ist das ein Rollenspiel, kommt das neu raus? Und so, nee, ist es jetzt in dem Sinn nicht, aber es an der Stelle sehr rollenspielartig, obwohl das ein ganz klassisches Würfelspiel erstmal ist. Ich wollte gerade sagen, als ich mir die Beschreibung durchgelesen habe, habe ich schon gedacht, das ist schon irgendwo so ein bisschen Meta. Absolut. Also dieses, also ich denke, da werden viele Gruppen dran Freude haben, sehr unterschiedliche Gruppen mit einem unterschiedlichen Hintergrund. Das könnte sowohl Rollenspieler lustig finden, also oder spannend und interessant finden, die sagen, oh, ich würfel mir mal meinen Charakter aus und das als eigenes Spiel, als eigenständige. Das können aber auch ganz, ganz viele Brettspieler sehr gut finden und tun es auch. Tatsächlich ist es sehr populär. Wir haben auch ja hier die Lizenz aus den USA, wo das wirklich schon durchrockt, das kann man nicht anders sagen. Und die sind Würfelmechanismus mit den Würfeln im Verhältnis legen, um Werte zu generieren. Und so sprechen wir eigentlich zwei Zielgruppen an. Es ist kein Familienspiel, also es sind bei uns ja Schwierigkeitsgrade, Familie, Kenner, Experte, also jetzt muss es keine Familie sein. Es ist auch kein Familienspiel direkt, sondern eher ein Kennerspiel, würde ich sagen. Und aber es ist auch nicht super schwierig, das zu verstehen, was man da machen muss. Ne? Ich wollte mich gerade fragen, so vom Schwierigkeitsgrad her, wo wird man es halt einordnen, muss ich jetzt halt, kann ich es halt mit der Familie, aber wie ich schon sagte, wenn das schon so ein bisschen, also anscheinend schon so ein bisschen Taktik muss man beherrschen. Ja, absolut. Aber Familienspiel habt ihr ja auch eins, oder was du sagst, das auf jeden Fall eher für Familie einzuordnen ist, hattest du? Ich überlege gerade, ob wir eins von den Spielen, die wir noch haben, hier tatsächlich Familienspiele. Hatten wir nicht? Doch, haben wir. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe den Hinweis verstanden. Ich würde vielleicht noch mal kurz vorher The Boldest einwerfen, weil deswegen war ich gerade verwirrt. Wir hatten noch eins auf der Liste. The Boldest ist das Zweitlingswerk von Sophia Wagner, heißt sie. Mal spicken hier. Ja, die hatte letztes Jahr ein sehr episches Expertenspiel gemacht. Das hieß Noria in Weiß über eine Stadt in der Luft. Super ausuferndes Spiel. Jetzt hat sie mit The Boldest ein Kartenspiel gemacht, wo man den Gegner challenged, Karten ausgelegt werden. Das ist viel schneller, viel direkter. Ist ein Kennerspiel trotz allem. Bemerkenswert an dem Spiel fand ich, also was mir noch mehr ins Auge gefallen ist als die Spielmechanik, nichts gegen die Autorin, ist tatsächlich der Illustrator. Der illustriert nämlich Videospiele sonst. Und jetzt kriege ich seinen Namen nicht zusammen, ich müsste mal einen auf der Schachtel spicken. Spicken auf die Schachtel. Und nein, das ist super, super läuft es. Der heißt nämlich Max Prentice. Ich wollte es jetzt nicht so falsch sagen. Max Prentice ist ein Artist. Ich kann es euch gerade auch mal zeigen. Der sehr erfolgreich im Videospielebereich unterwegs ist, aber nicht nur dort. Und seine Zeichnungen, seine kleinen Kunstwerke einfach auch direkt verkauft online. Oder um mal so seine Bedeutung aufzuzeigen, er hat bei Instagram einfach 140.000 Follower. Ja? Und ist eben für diverse Firmen tätig, aber auch für sich selbst. Und er hat schon wirklich einen ganz eigenständigen Stil. Und auch das hier beflügelte Spiel natürlich, das ist vielleicht nicht allein von der Spielmechanik her anders ist, sondern halt auch von der Grafik einfach außergewöhnlich. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja, das sieht cool aus und das ist ja, wie man sieht, kein Science-Fiction-Spiel. Und jetzt nehme ich gerne deinen Hinweis auf mit dem Familienspiel. Jetzt habe ich ihn verstanden. Frag mich doch nochmal. Aber ihr habt ja sicher auch ein Familienspiel mit dabei, was man auch mit der ganzen Familie, wo man jetzt nicht so taktisch oder so viel Kenner sein muss im Brettspielbereich. Mensch, gut, dass du es noch erwähnst. Wir haben nämlich ein sehr klassisches und wirklich das klassische Fantasy-Brettspiel, das Thema genommen und in ein Familienspiel verwandelt. Und dieses Spiel kennt ihr wahrscheinlich alle von früher, zumindest die älter sind als 25. Das Spiel heißt 35 auch. Und das Spiel heißt Talisman. Und wir aus dem Talisman, das bekannte Fantasy-Spiel, haben wir gemacht. Talisman Legendäre Abenteuer auf Deutsch ist als Talisman Legendary Tales bereits in den USA erschienen sogar, beziehungsweise kurz vor uns erschienen.
Und ist auch das erste Mal, dass wir das überhaupt gemacht haben, dass in einem anderen Land was anderes zuerst erschienen ist. Es ist natürlich dort eine unheimlich starke Marke. Talisman, legendäre Abenteuer, ist nicht das klassische Talisman, wie ihr es kennt, mit seinen vielen Erweiterungen, auch mit der Regelverbesserung, wie sie zuletzt von einem anderen Verlag durchgeführt wurde, sondern es ist ein komplett eigenständiges Spiel. Hat als eine der Änderungen ist es nicht nur ein Familienspiel im Talisman-Universum, also ein Fantasy-Universum, sondern es ist auch ein kooperatives Spiel, wo die Helden zusammenwirken. Das ist ja im klassischen Talisman nicht so, aber Elemente, die wir übernommen haben, sind, es ist ein Laufspiel, in dem man natürlich Orte besucht oder auch physisch mit seiner Figur reist. Zum anderen ist es aber wiederum anders, weil wir große Ortsfelder haben, die man quasi variabel aneinanderlegen kann. Dann sind es hier auch wiederum Abenteuer, die man erlegt. Übrigens, ratet mal, wie viele Abenteuer in diesem Spiel sind. Kennst du die Antwort? Hast du vorhin aufgepasst? Fünf. Fünf ist sehr gut. Es sind erstmal genau 5 Abenteuer drin enthalten, die man mit dem Spielmaterial, das vorhanden ist, spielen kann. Man spielt einen der klassischen Talisman-Helden, kennt man ja hier, Druide, man hat, glaube ich, einen Krieger, es gibt so einen Troll, der ist ja dort sogar ein Held, es gibt einen Zwerg, wir haben es natürlich auch gegendert heutzutage, es gibt immer Zwerg-Zwergin, wobei ich jetzt sagen muss, ich glaube, im Original-Talisman ist es sogar auch so. Jetzt bin ich da ein bisschen, da bin ich vergesslich, das weiß ich nicht mehr. Aber all diese Charaktere gibt es auch, nicht alle, weil man braucht natürlich nicht alle für ein Spiel mit bis zu 6 Personen, glaube ich. Und das sind die ersten Unterschiede, und das andere ist einfach die Spielzeit. Ne? Diese einzelnen Abenteuer, die spielen sie vielleicht an einem Abend, dann dauert es wirklich länger, aber ein einzelnes Abenteuer kann man halt schon in unter einer Stunde auch gemeinschaftlich spielen, und es ist ein Familienspiel eher schon fast Richtung Kinderspiel, also man kann es auch sehr gut mit Jüngeren spielen, und da meine ich wirklich Jüngere von 6 bis 8, offizielle Andersangabe 8, die einfach Lust haben, ein Abenteuer zu erleben. Es gibt zu jedem Abenteuer eine eigene Abenteuerkarte mit einer eigenen Zeitleiste, es wird quasi Zeit abgetragen für jede Aktion, die man macht. Ne? Auch eine Mechanik, die man wieder kennt. Und da wird dann erklärt auf diesem Abenteuerbogen auch, was passiert und was man in dem stetig wachsenden Spielplan machen muss. Ja, also das ist was für Familien und ja, ich sag mal auch Leute, die ein klassisches Brettspiel auch noch gerne mal an einem Abend spielen. Genau, also wie gesagt, ein Abenteuer kann ich auf jeden Fall spielen. Das dauert nicht so lange, wenn man alle durchspielt. Da muss man schon fit sein. Aber sagen wir so, wir haben es hier auch in der Demo. Jetzt kann ich für das Spiel noch nichts sagen. Aber sagen wir so, wir Deutschen sind ja nicht weniger begeisterungsfähig als Amerikaner in Amerika, wo wir halt nur einen ganz kleinen Stand haben, wo ich sehr dicht dran war am Geschehen. Da haben die Leute das wirklich sehr gemocht. Und die wollten sich alle nicht mit dem ersten Abenteuer begnügen, weil das, was sie normalerweise Demo spielen, einfach ein Abenteuer, nicht mehr. Wir wollen ja nicht die ganze Geschichte durchspielen eigentlich. Und die wollten immer 2, 3 Abenteuer haben. Und also es kam wirklich super an bei den Leuten. Es war eher so, dass es, wenn es mal eine Kritik gab, dann war das das Missverständnis, so nach dem Motto, das ist jetzt das neue Talisman. Und dann gemerkt haben, nee, das ist ja was ganz anderes, das ist ein Familienspiel. Und das war so eigentlich so der Hauptkritikpunkt, den Leute, weil sie falsche Erwartungen hatten. Die es wiederum als Familienspiel von Anfang an für sich begriffen haben, die waren alle begeistert, weil so dieser Effekt, so ich kann das mit meinen Kindern spielen und ich kann das mit meinen jüngeren Bekannten und Verwandten spielen. Ich bin selbst Talisman-Fan, aber auch die können es eigentlich alleine spielen. Also das kam schon richtig gut an. Das ist halt wirklich klassische Fantasy-Geschichte, wie man sie aus vielen anderen Geschichten heutzutage kennt. Aber eigentlich war ja Talisman das erste Spiel wiederum, das die Fantasy überhaupt so richtig ins Brettspiel gebracht hat. Ich wollte gerade sagen, es klingt nach einem echt tollen Spiel. Man darf halt nur nicht mit jetzt einer falschen Erwartung rangehen, dass man sagt, so, ich kenne das alte Talisman. Oh, das ist jetzt vielleicht Neuauflage oder Erweiterung oder halt, wie man es auch schön sagt, Reboot von dem, sondern das ist was vollkommen Eigenständiges, eben Familienspiel, was ich mit der Familie oder mit Freunden auch einfach mal eine Stunde oder einen Abend lang spielen kann. Ganz genau, also das wäre, mit dem klassischen Talisman zu vergleichen, wäre falsch. Es wäre nicht verwegen, aber es wäre falsch. Das klassische Talisman hat auch seine Längen einfach, weil es ja doch ein Laufspiel ist. Ich habe immer gesagt, es ist Fantasy-Mensch eigentlich nicht.
mit viel, viel mehr Möglichkeiten, sich dann rauszuschmeißen. Und das ist dieses Spiel auf in keinem Fall. Etwas ist geblieben, ist, was mir zum Beispiel wichtig war, als man mir das vorgestellt hat, habe ich gesagt, kann ich zur Kröte werden? Ne, weil das ist mir aus dem alten Talisman, ich weiß, wie es ausgeht, immer hängen geblieben bei all seinen Vor- und Nachteilen des großen Talismans sozusagen, weil man dieses Kröte, ne? Ist irgendwas läuft falsch, da kämpft man auch gegeneinander, man verliert, man hat nicht mehr genügend Lebenspunkte oder irgendwas, da wird man ja zur Kröte, ne? Hat nur noch Werte bei überall von 1-1-1. Und ich gesagt, kann man denn zur Kröte werden? Für mich ist das fast so ein bisschen charakteristisch für Talisman. Oder etwas, was es auch anders gemacht hat als andere Fantasy-Spiele später. Diese Auflösung, dass wenn du verkackst, bist du nicht gleich Kröte, du bist erstmal die Kröte. Ne? Und dann kannst du dich wieder zurückzaubern. Ne? Das passiert ja da. Und tatsächlich ist es auch in unserem Spiel eingefallen. Ich glaube, es ist das vierte Abenteuer tatsächlich. Da kommt eine Zauberin ins Spiel. Ist ja kooperativ, ist ja ein Abenteuer, das man gemeinsam hat. Kommt eine Zauberin ins Spiel. Und da wird dann einer auch mal zur Kröte. Das spoilere ich jetzt einfach mal. Ich denke mal, so viel Spoiler darf sein als Reminiszenz an das alte Talisman. Ja, nee, das ist wirklich der einzige Spoiler, den ich jetzt noch gebe. Aber wie gesagt, das ist einfach eine schöne Reminiszenz an das alte Talisman. Und wer das halt öfters gespielt hat, sagt mir nicht da draußen, ihr werdet nie zur Kröte geworden. Das glaube ich euch nicht. So. Ja, damit sind wir auch für heute erstmal durch mit den Sachen, die wir vorstellen wollen. Das sind natürlich nicht die... Du hast noch was? Und einen hat er noch, ne? Einen hat er noch nicht. Es gibt noch eine Sache, die wir gar nicht hier stehen haben und deswegen soll es ja auch nicht in Vergessenheit geraten. Es gibt ja auch immer die Spiele, die es nicht auf die Spiel schaffen, ne? Der große Klassiker. Aber ein Spiel, das wirklich sehr viel nachgefragt wird. Deswegen habe ich auch diesen netten, freundlichen, brandneuen Games Orbit in der Hand. Denn er weiß immer diese Dinge, die ich schon lange vergessen habe, aber jetzt noch kommen. Und zwar haben wir angekündigt Mage Knight Ultimate Edition. Und wie die Leute hier vor Ort gemerkt haben, bis ihr das seht, sieht das die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus, ist sie hier nicht auf der Messe. Wir haben tatsächlich nur 2 Vorversionen bisher erhalten von der Produktion und davon auch nur eine spielbar. Und da stimmt jetzt auch alles, denn die Mage Knight Ultimate Edition enthält alle Erweiterungen von Mage Knight, ist alles drin, ist so eine hohe Box. Und die hat es einfach nicht hierher geschafft, rechtzeitig. Das kommt aus Übersee, machen wir uns nichts vor, aus China. Und das kam einfach nicht rechtzeitig an und wird jetzt irgendwann vor Weihnachten, ich kann jetzt aber leider gar nicht sagen, wann erscheinen. Es kostet ja auch den lächerlichen Preis von 99 €, meines Wissens nach. Also das erscheint noch, das kann ich euch versichern. Ich habe es schon in Hand gehabt, habe schon die Figuren in der Hand gehabt. Ist ansonsten 1:1 gleich zu Mage Knight, wie es schon erschienen ist, in Einzelteilen. Plus die Errata, die über die Jahre entstanden ist, die wurde eingearbeitet, meines Wissens nach. Aber da wollte ich nur noch mal kurz drauf eingehen. Es mag den einen oder anderen interessieren. Mage Knight Ultimate Edition erscheint noch dieses Jahr bei uns und ist quasi auf dem Seeweg momentan zu uns. Ja, ich denke mal, das wird den einen oder anderen ja sicher auch interessieren und freuen. Ich wollte gerade sagen, das ist aber natürlich, die wir jetzt vorgestellt haben, sind natürlich nicht die einzigen Spiele, die ihr hier dabei habt, die ihr vorstellt. Ihr habt natürlich noch jede Menge andere Spiele, die jetzt auch in Familien, im Kinderbereich reingehen. Also da lohnt es sich bei euch auf der Seite vorbeizuschauen und einfach mal einen Blick reinzuwerfen, weil da ist ja mittlerweile eine echt große Auswahl zu finden. Ja, also die Spiele, die wir jetzt vorgestellt haben, haben wir alle, wir haben es ja gemerkt, einen sehr erzählerischen Charakter, eine gewisse Richtung, Fantasy, Fun. Wir haben tatsächlich ja seit wenigen zwei, drei Jahren, eine eigene Kinderspielreihe, die auch wiederum um lizenzierte Kinderspiele angereichert wird. Wir hatten ja auch tollen Titel letztes Jahr waren wir hier Innopreis mit Magic Maze, heißt das Spiel. Ein ganz eigenständiges Spiel, gibt es noch ein neues Spiel, Magic Maze Kids. Hat es auch nicht zur Messe geschafft übrigens, kommt danach. Wir haben klassische Familienspiele, unser Motto hier ist zum Beispiel Showtime auf der Messe. Wir haben ein klassisches Familienspiel, um das Publikum, wie es im Kino nervt. Das heißt Showtime, deswegen haben wir alles versucht, ein bisschen im Kinostil zu halten. Oder wir haben als Vertreter für Kennerspiele noch, was eigentlich? Was haben wir denn noch eigentlich? Ne? Muss ich mal aufpassen. Oh, ich habe noch 2 Sachen. Oh, so richtig gute.
haben jetzt schwimmt er, merkt es? Oh, Crown of Imara, unser Eigentitel. Das ist hervorragend. Ich habe unser eigenes Spiel aus der eigenen Redaktion nicht mehr gewusst. Erzähl es bitte niemand weiter. Crown of Imara ist ein klassischer, wie wir es nennen, Eurogamer-Titel. Solche Sachen haben wir auch, also in jedem Bereich etwas. Und das ist einfach, das ist noch überschaubar, sage ich, aber es ist so im Vergleich zu anderen Verlagen schon einiges mehr. Auch weil wir natürlich einige der Spiele, die ich vorgestellt habe, Lizenzen sind. Und wir haben eben diese tollen Spiele. Detective ist im Original von Portal. Wir hatten Blackout angesprochen, ist von Eggert Spiele. Ein anderer großer Partner von uns ist Matago. Das haben wir jetzt nicht angesprochen, das heißt Meeple Circus, wo man kleine Meeple zirkusartig aufeinander stapelt. Also da hat es wirklich tolle Sachen dabei. Wie gesagt, da lohnt sich definitiv nochmal ein Blick bei euch vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns allerspätestens nächstes Jahr wieder. Und ja, mal schauen, was er dann alles so im Petto hat. Oh, einen hast du noch? Einen habe ich immer noch, denn wenn ihr dieses Video seht, dann seht ihr bestimmt tolle Bilder von Spielen. Und vielleicht ist da auch ein Spiel dabei, das ich euch nicht gezeigt habe und das ein U-Boot beinhaltet. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man es im Hintergrund bei uns sehen. Ich glaube nicht, der Tom hält nicht drauf. Nein, man sieht's. Wir schneiden es einfach mal nachher dazwischen, dass man auch mal da einen Blick reinwerfen kann. Wir machen einfach gleich mal einen Rundumschlag, dass man einfach mal so einen Eindruck bekommt. Ja, was, wenn ihr das hier seht, vielleicht auf der Messe gesehen habt oder verpasst habt und euch das jetzt einfach mal bestellt. Ja, also immer gerne auch ein bisschen was bestellen und kaufen. Das erhält unseren Job. Und dann haben wir die Freude am Machen und ihr habt die Freude am Spielen. Also auch das sehr gerne. Aber vor allem wünschen wir euch dann viel Spaß beim Spielen. Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank und euch noch tolle Tage auf der Spiel. Wir haben jetzt Freitag, das heißt zwei volle Tage liegen noch vor euch. Und die werden wahrscheinlich nicht weniger stressig. Also zwei tolle Tage liegen hinter uns, zwei tolle Tage liegen vor uns. Ja. Es ist stressig, aber ich habe mir für diese Messe persönlich vorgenommen, nicht das als Stress zu sehen, wenn ich Spaß verkaufe, Spaß mache, also als Beruf. Warum soll ich mich denn die ganze Zeit stressen? Und ich will euch das jedem da draußen mal empfehlen, mal so einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, also was tue ich denn eigentlich? Und es soll ja auch Spaß machen. Und wir, die wir selbst produzieren, wir setzen uns auch unter eine Menge Stress. Aber eigentlich ist es wirklich leichter, wenn wir uns ein bisschen beruhigen und sagen, ne, das ist dann ein großes Spiel, so sagen die Spiel. Super, dann vielen Dank und ja, bis nächstes Jahr. Sehr gerne, vielen Dank dir.